Wir kennen die schwerwiegenden Konsequenzen, wenn man Israel verflucht und die Gefahr, Gott zu verspotten. Im folgenden Video werfen wir einen Blick auf 10 berühmte Persönlichkeiten, darunter Präsidenten, Künstler und Wissenschaftler. Einige verfluchten Israel und erlebten ein tragisches Schicksal, während andere sich über Gott lustig machten und ein erbärmliches Ende fanden. Wir werden das Geheimnis um Israels Segen und Flüche erforschen, aber auch die Gefahr, Gott zu verspotten. Seit jeher ist Israel eine bemerkenswerte Nation, deren Werdegang in den heiligen Seiten der Bibel niedergeschrieben ist. Seine Geschichte reicht bis zu den Anfängen zurück, als der Patriarch Abraham den Ruf Gottes hörte, sein Land und seine Verwandten zu verlassen. Ihm wurden göttliche Versprechen ausgesprochen, Versprechen, die im Laufe der Zeit widerhallen und Auswirkungen auf die gesamte Menschheit haben würden. Die unbestreitbare Wahrheit ist, dass Israel das auserwählte Volk ist, das den Schutz des Allerhöchsten genießt. Diejenigen, die es wagen, diesen auserwählten Menschen Schaden zuzufügen, werden in irgendeiner Form mit einem göttlichen Gericht konfrontiert. Lassen Sie uns in die heiligen Seiten von Genesis, Kapitel 12, Vers 3 eintauchen. Ich werde diejenigen segnen, die dich segnen, und ich werde diejenigen verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Dieses Versprechen, das vor Äonen verkündet wurde, hallt bis heute wieder wie ein Licht, das durch die Zeitalter geht. Es ist die Grundlage für den Aufstieg und Fall von Reichen, eine göttliche Garantie für Freundschaft und Gunst, die Abraham gewährt wurde. Gott nahm in seiner unendlichen Weisheit die gegen Abraham gerichteten Beleidigungen und Ungerechtigkeiten auf sich und versprach, sich ihm anzuschließen, seine Freunde zu teilen und seine Feinde zu behandeln, als wären sie seine eigenen. Abraham wurde als Empfänger und Vermittler der Segnungen ausgewählt. Er würde nicht nur Segen von Gott erhalten, sondern auch zum Segen und Instrument des Segens für andere werden. Diese segensreiche Beziehung definierte nicht nur Abrahams Schicksal, sondern legte auch den Weg für alle seine Nachkommen fest. Von diesem entscheidenden Moment an war die Behandlung Abrahams entscheidend. Ob die Menschen gesegnet oder verflucht würden, würde ganz davon abhängen, wie sie ihn behandelten. Und alle Familien der Erde würden durch ihn gesegnet werden. Diejenigen, die es wagen, Abraham und seine Nachkommen zu verfluchen, sind diejenigen, die ihn leichtfertig mit Verachtung oder Trotz behandeln. Gottes Zorn über solche Respektlosigkeit und Herabwürdigung würde zu harten Urteilen führen. Andererseits werden diejenigen, die Abraham und sein Volk segnen, reichlich Segen erhalten. Dieses außergewöhnliche Versprechen fand seine höchste Erfüllung in Jesus Christus, dem Messias, der aus der Linie Abrahams hervorgegangen ist. Der Segen, den Gott Abraham gewährte, galt nicht nur seinem eigenen Nutzen, sondern auch ausschließlich der jüdischen Nation, die aus ihm hervorgegangen war. Es galt für die ganze Welt, für jede Familie auf der Erde. Durch Jesus Christus erfahren wir die Fülle dieser Verheißung. Jede Familie wird durch den Glauben an ihn gesegnet. Lieber Zuschauer, ich lade Sie ein, einen genaueren Blick auf die Menschen zu werfen, die es wagten, Flüche gegen Israel auszusprechen und infolgedessen tragische Schicksale erlitten. Nummer 1. Am 2. Juni 2010 beschloss Präsident Hugo Rafael Chavez, der für seinen verschwörerischen Charakter und seine Missachtung des Gesetzes bekannt ist, seine globale Vision zum Ausdruck zu bringen, indem er in einer seiner Unterschriftenreden seine Meinung zu Israel zum Ausdruck brachte. Mit Vehemenz verurteilte Chavez den Staat Israel, drückte seinen Hass in unverblümten Worten aus und sagte, ich verurteile aus tiefstem Herzen und aus tiefstem Herzen den Staat Israel. Verflucht sei der Staat Israel. Der bolivarische Revolutionsführer, der für seine mystischen und humanistischen Überzeugungen bekannt ist, oft mit den Savannageistern in Verbindung gebracht wird und ein Anhänger Buddhas und anderer Religionen ist, schien zu vergessen oder wurde von seinen Beratern vielleicht falsch darüber informiert, dass Israel als Gottes auserwähltes Volk gilt. In einer Tat, die sich dieser Realität widersetzte,
zögerte Chavez nicht, im nationalen Fernsehen seinen Fluch gegen Israel auszusprechen. Diese Geste, die in einigen intellektuellen Kreisen Lateinamerikas Beifall fand, brachte Schatten von Folgen mit sich, die über die Grenzen der irdischen Welt hinausgingen. Es war nicht nur die Verfluchung Israels, die Venezuela in tiefes Elend stürzte. Der Krebs, der den Körper von Hugo Chavez verwüstete, stammte von demselben Teil, der den Fluch gegen Israel aussprach. Damals regierte Chavez über Venezuela und brachte mit seinem Fluch nicht nur Schande über sich selbst, sondern über die gesamte Nation. Nicht einmal die renommiertesten kubanischen Ärzte konnten ihm helfen, denn es ist gefährlich, Gott und sein Volk zu verspotten, da das endgültige Gericht kommen wird. Am 5. März 2013 verstarb Hugo Chavez, der damalige Präsident Venezuelas, im Alter von 58 Jahren nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs, nachdem er das Land mehr als 13 Jahre lang geführt hatte. Nummer 2. Am 14. Dezember 2023 erlitt der 53-jährige türkische Abgeordnete Hasan Fuhmes, Mitglied der islamischen Partei Felicity, einen Herzinfarkt, als er über den Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn sprach. In seiner Rede äußerte der Parlamentarier scharfe Kritik an Israel und betonte, dass die Nation dem Zorn Allahs nicht entkommen könne. Nachdem sie die folgenden Worte ausgesprochen hatten: "Selbst wenn die Geschichte schweigt, wird die Wahrheit nicht verborgen bleiben. Sie glauben, dass es kein Problem geben wird, wenn sie uns beseitigen. Aber sie werden der Qual des Gewissens nicht entkommen können. Das werden sie nicht. In der Lage sein, dem Zorn Allahs zu entkommen", brach Fuhmes zusammen. Die Worte von Hasan Fuhmes waren an Israel gerichtet. Aber Israels Gott hält immer seine Versprechen und verherrlicht seinen Namen. Es gibt keine Zufälle, wenn es um den Allmächtigen geht, und ihn herauszufordern, ist ein Affront, der nicht ungestraft bleiben wird. Nummer 3. Diktator Saddam Hussein verfluchte nicht nur Israel, sondern wagte es auch, das Land zu bombardieren. Saddam Hussein, bekannt als islamischer Diktator, der Verse aus dem Koran nutzte, um die Zivilbevölkerung seines Landes zu unterdrücken, wurde am 13. Dezember 2003 von amerikanischen Truppen in seiner Heimatstadt Tikrit nördlich von Bagdad gefangen genommen, 5 Uhr morgens. November 2006 wurde er wegen seiner Beteiligung am Tod von 148 irakischen Schiiten aus dem Dorf Dujail im Jahr 1982 zum Tode durch den Strang verurteilt. Schließlich wurde er am 30. Dezember 2006 hingerichtet. Bis heute gilt er als einer der grausamsten Diktatoren der Geschichte. Nummer 4. Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi hat sich seit langem als eine dominierende Figur in der libyschen politischen Szene etabliert. Nach seiner juristischen Ausbildung führte er eine Revolte an, die König Idris I.O. stürzte und am 1. September 1969 eine neue Regierung bildete. Jahrzehntelang regierte er mit eiserner Faust und erklärte sich selbst zum Anführer und Führer der Revolution, auch ohne öffentlich zu sprechen, Büro seit 1979. Während seiner Herrschaft ging Gaddafi rücksichtslos gegen seine Gegner vor und attackierte und folterte jeden, der es wagte, seine Führung zu kritisieren. Israel war das Ziel seiner Flüche, als er sich brutalen Praktiken hingab, um seine Kontrolle über Libyen aufrechtzuerhalten. Das wahre Ausmaß des Leids, das den Menschen zugefügt wurde, die es wagten, seine Diktatur herauszufordern, bleibt unklar. Allerdings war Gaddafis Ende ebenso tragisch wie seine Taten. Nachdem er um Gnade gefleht hatte, wurde er einer grausamen Hinrichtung unterzogen, die die gleiche Art von Grausamkeit widerspiegelt, die er während seiner Tyrannei so vielen anderen zugefügt hatte. Nummer 5. Im März 1966 äußerte John Lennon während eines Interviews mit einer Londoner Zeitung einen Satz, der noch Jahrzehnte nachwirken sollte. Während Maureen Cleave, die Journalistin, das tägliche Leben der Beatles in ihrem Haus erkundete, veröffentlichte Lennon unerwartet Worte, die die Welt der Musik und Spiritualität erschütterten.
Während die Beatles eine Tourpause machten, widmete sich Lennon der Suche nach spirituellem Wissen. Seine Überlegungen gipfelten in einer kühnen Aussage. Das Christentum verschwindet und schrumpft, es wird verschwinden. Ich muss nicht viel argumentieren, ich bin mir sicher, mit der Zeit wird sich das beweisen. Wir sind beliebter als Jesus. Ich weiß nicht, was zuerst verschwinden wird, ob Rock oder Christentum. Jesus war in Ordnung, aber seine Jünger waren unhöflich und gewöhnlich. Dies waren die Aussagen von John Lennon, 8 Uhr morgens. Dezember 1980 starb, ermordet von David Chapman. Lennon hat seine Spuren in der Geschichte hinterlassen, aber sein Ruhm verblasste. Jesus Christus und das Christentum bleiben aktueller denn je. Nummer 6. Christine Hewitt, die berühmte jamaikanische Fernsehmoderatorin, erlangte Bekanntheit durch ihre kontroversen Äußerungen, in denen sie Gott und die Bibel in Frage stellte. Während einer Sendung erklärte sie offen, dass die Bibel, das Wort Gottes, das schlechteste Buch sei, das jemals geschrieben wurde. Leider kam sie kurz darauf bei einem tragischen Autounfall ums Leben, der durch Fahren unter Alkoholeinfluss und hoher Geschwindigkeit verursacht wurde, was dazu führte, dass ihr Körper bis zur Unkenntlichkeit verkohlt war. Nummer 7. Cazuza, der renommierte brasilianische Komponist, Sänger und Dichter, wuchs in der Welt der Musik und Literatur auf und wurde schon in jungen Jahren von den starken Werten beeinflusst, die diese Künste repräsentieren. Als einziger Sohn des Plattenproduzenten Juca Araújo und der Sängerin Maria Lucia Araújo hatte er schon immer einen tiefen Kontakt zu Kreativität und künstlerischem Ausdruck. Cazuza bevorzugte in seinen Kompositionen dramatische und melancholische Themen und hinterließ so seine Spuren in der brasilianischen Musikszene. Während eines denkwürdigen Auftritts in Rio de Janeiro stieß er beim Rauchen seiner Zigarette eine Rauchwolke in die Luft aus und murmelte: "Gott, das ist für dich." Cazuzas Leben wurde jedoch schon früh abgebrochen. Im Alter von 32 Jahren erlag er dem Kampf gegen AIDS und erlitt einen schmerzhaften und tragischen Tod. Nummer 8. Marilyn Monroe, eine bekannte amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin, wurde durch die Darstellung komischer Figuren wie der klassischen blonden Sexbombe berühmt. Sie wurde zu einem der bekanntesten Sexsymbole des Jahrzehnts. Es gab einen Moment, in dem der Prediger Worte für sie hatte. Marilyn sagte einmal: "Ich brauche deinen Jesus nicht." In den frühen Morgenstunden des 5. August 1962 um 3.30 Uhr morgens stürmte Marilyn Monroes Psychiater Dr. Ralph Granson in ihr Zimmer und schlug ein Fenster ein. Dort fand er die Schauspielerin leblos in ihrem Bett neben einer leeren Flasche Schlaftabletten auf dem Nachttisch. Nummer 9. Der Wissenschaftler Stephen Hawking war im Laufe seines Lebens mit zwei Fragen konfrontiert, die oft miteinander verbunden sind. Eine davon ist die Frage, wie das Universum entstanden ist. Um eine Antwort darauf zu finden, widmete Hawking zwei seiner größten Beiträge der Wissenschaft, dem Studium der Urknalltheorie und der Theorie von allem, mit denen er den Ursprung des Kosmos erklären wollte. Obwohl beide Theorien komplex waren, führten sie ihn zu einer einfachen und überzeugenden Schlussfolgerung. Es ist nicht notwendig, Gott anzurufen, um das Universum zu erschaffen. Dies brachte er in seinem 2010 erschienenen Buch The Great Design zum Ausdruck. Am 14. März 2018 verstarb Hawking im Alter von 76 Jahren nach einem langen Kampf gegen eine Motoneuronerkrankung, die ihn an den Rollstuhl gefesselt und gezwungen hatte, mit einer unverwechselbaren Computerstimme zu kommunizieren. Sein Leben und Werk bleiben Zeugnisse seines unermüdlichen Strebens, den Kosmos zu verstehen. Nummer 10. Joseph Bruce Ismay war ein britischer Geschäftsmann, der als Vorsitzender und Direktor der renommierten Dampfschifflinie White Star Line fungierte. Er reiste und überlebte die Jungfernfahrt eines der wichtigsten Linienschiffe, der Titanic. Der damalige Schöpfer der Titanic erklärte, dass nicht einmal Gott das Schiff versenken würde. Die Titanic, die zum größten Passagierschiff der Welt wurde, ging auf tragische Weise in die Geschichte ein. In der Nacht vom 14. April auf den frühen Morgen des 15.
April 1912 sank sie auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton, Großbritannien, nach New York, USA, nachdem sie mit einem Eisberg kollidierte. Die Tragödie führte zum Tod von mehr als 100 Menschen. Das oben erwähnte Beispiel ist eine eindringliche Warnung vor den Folgen derjenigen, die sich über Gott lustig machen. Die Bibel warnt in Galater 6,7 deutlich: Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Gott zu verspotten ist ein schweres Vergehen, das sich in Respektlosigkeit, Leugnung seiner Existenz oder mangelnder Ehrfurcht äußert. Dies kann durch verbale Beleidigungen, Verachtung, Spott oder Trotz zum Ausdruck kommen. Diese Einstellungen offenbaren nicht nur einen Mangel an Gottesfurcht, sondern auch eine Feindseligkeit ihm gegenüber, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Spott ist ein Verhalten und eine Haltung der Bösen, der Narren, der Feinde und der Stolzen, wie in Psalm 74, 22 beschrieben, wo es heißt: Erhebe dich, o Gott, und trete für deine Sache ein. Gedenke, wie diese Narren dich beleidigen. Alles. Der Tag, an dem der Spötter über den bloßen Mangel an Urteilsvermögen hinausgeht und eine bewusste Entscheidung trifft, ist ein dunkler Tag. Spötter des Bösen besitzen nicht den Geist des Gehorsams. Lass uns beten. O allmächtiger Gott, unendliche Quelle der Liebe und Barmherzigkeit, ich verneige mich vor dir in demütiger Dankbarkeit. In jedem Schlag meines Herzens, in jedem Atemzug erkenne ich deine Güte, die meine Existenz durchdringt. Danke, dass du mir das Geschenk des Lebens schenkst, für jede Morgendämmerung, die meinen Weg erhellt, und jede Dämmerung, die mir Ruhe schenkt. Insbesondere spreche ich meine tiefste Dankbarkeit für meine Familie aus, einen unschätzbaren Schatz, den sie mir geschenkt haben. Für die herzlichen Umarmungen, für das aufrichtige Lächeln, für die Harmonie, die uns verbindet, bin ich unendlich dankbar. Mögen sie weiterhin jedes Mitglied mit Gesundheit, Liebe und Wohlstand segnen. Ich danke ihnen auch für die Freunde, die sie mir in den Weg gestellt haben, treue Begleiter, die meine Freuden und meine Trauer teilen. Mögen unsere Bindungen jeden Tag stärker werden, während wir füreinander zu Quellen des Trostes und der Unterstützung werden. Für meinen Mann, meine Frau und meinen wahren Reisebegleiter danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Ihre Anwesenheit ist der Anker, der meine Welt stabilisiert. Und Ihre liebevolle Partnerschaft ist ein Geschenk, das ich niemals als selbstverständlich betrachten werde. Für unsere Kinder, die Früchte unserer Liebe, bete ich um Ihren Schutz und Ihre Führung. Mögen sie in Weisheit und Gnade wachsen und zu leuchtenden Lichtern in dieser Welt werden. Und, o großzügiger Gott, ich danke dir für das Brot auf unserem Tisch, für die Fülle, die uns umgibt. Möge es uns nie an Essen mangeln und möge unser Tisch immer ein Ort des Teilens und der Dankbarkeit sein. Möge jedes Wort dieses Gebets als Zeugnis meiner Liebe und Hingabe an dich, o Herr, widerhallen, denn auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen und meine ganze Hoffnung. Amen. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Vergessen Sie niemals, Angst, Respekt und Liebe vor Gott zu haben. Vielen Dank, dass Sie Teil unseres Kanals sind. Möge Gott Sie sehr segnen und wir sehen uns im nächsten Video.